Wir gehen direkt in die nächste Runde. Unser nächstes Referat. Jetzt kommt der nächste Gang, Menü. Ihr wisst noch nichts davon, ich weiß es. Freie Energie. Es war ein Thema, das mich schon immer fasziniert hat. Wen fasziniert das nicht? Freie Energie. War immer mal mein Wunsch, diesem Thema hier Rechnung zu tragen während einer AZK. Wir haben nun einen Referenten, der wirklich kompetent ist in dieser Hinsicht. Und zwar hat dieser Referent selber eine Erfindung getätigt, die verifiziert ist, im Hinblick auf freie Energie. Ich beschreibe seine Person, bevor er hochkommt. Er ist geboren am 26. März 1961. Er hat sein Studium in Physik mit Nebenfächer Mathematik und Chemie in Bonn absolviert. Promoviert in Physik, Fachrichtung Festkörpertechnik, hat er in Regensburg bei Professor Dr. H. Hoffmann, war Geschäftsführer der Deutschen Vakuumgesellschaft, in der Industrietätigkeit bei einem Automobilzulieferer als stellvertretender Leiter des technischen Büros. Seit 1998 hat er eine Professur für Experimentalphysik und Werkstofftechnik an der Fachhochschule Wolfenbüttel. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher in den Bereichen Physik, Mathematik und sogar Spiritualität. Sein Forschungsgebiet ist die Nullpunktenergie des Quantenvakuums. Das ist ja unheimlich interessant. Ich bitte nun, herzlich zu begrüßen unseren nächsten Referenten. Es ist Professor Dr. Klaus Wilhelm Turtur. Herzlich willkommen bei der AZK. Er wird uns freie Energie für alle lieb machen. Danke, dass Sie bei uns sind. Es ist uns eine hohe Ehre, Sie in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Und viel Erfolg bei Ihrem Referat. Vielen Dank. Die Freude und die Ehre ist ganz auf meiner Seite, hier sprechen zu dürfen. Das Problem ist nämlich, dass das Thema der freien Energie einer sehr starken Zensur unterliegt. Und ich möchte das, bevor ich anfange, in Details zu gehen, mal veranschaulichen für die Leute. In der Physik ist es üblich, dass die Fachzeitschriften ein Gutachtersystem eingeführt haben. Das ist einfach als Zensur zu verstehen, das heißt Peer Review. Und gedruckt werden, veröffentlicht werden darf nur, was die Gutachter offiziell freigeben. Der Gutachter kann auch nach Belieben verlangen, den Text zu ändern oder eben ohne jeden Kommentar einfach sagen, ist nicht publikationsfähig. Und wenn Sie dann den Gutachter gegen sich haben, dann heißt es einfach an den Universitäten, wir nehmen diese Sache überhaupt gar nicht wahr. Das sollte man vorausschicken. Deswegen verstehen die Leute auch, dass es klar ist, im Physikstudium, auch während meiner Doktorarbeit, hatte ich nie etwas über die freie Energie gehört. Und ich war schon zum Professor berufen worden, als ich noch gar nicht wusste, dass es überhaupt so etwas gibt wie freie Energie. So perfekt funktioniert die Zensur innerhalb der Naturwissenschaften oder vielleicht auch nur innerhalb der Physik. Ich habe dann aufgrund einiger Hinweise in Lehrbüchern herausgefunden, dass es da noch etwas gibt im Vakuum, was man als Energiequelle nutzen kann. Und als ich das erkannt hatte, war mir klar, ich muss das nachweisen, experimentell. Und habe dann an der Uni Magdeburg meinen elektrostatischen Rotor zum Laufen gebracht, den ich im Laufe des Vortrags beschreiben werde, als Exemplar eines Raumenergiekonverters, also eines Konverters, der diese freie Energie nutzen kann. Ich möchte meinen Vortrag damit beginnen, dass ich zuerst mal verschiedene physikalische Grundlagen erzähle, 5 Minuten, ein paar Bemerkungen mache, was an Physik dahinter steckt. Und ich möchte aber auch in meinem Vortrag im späteren Verlauf noch auf leistungsfähige Maschinen eingehen und ich möchte auch erzählen, wie die offizielle Seite, also die Mainstream-Medien reagieren. Geistiger Einstieg in die ganze Sache ist von den Vätern der Quantentheorie, also Heisenberg und Bohr und Schrödinger, die Erkenntnis, dass der harmonische Oszillator
in der Quantentheorie niemals zur Ruhe kommen kann. Also die Energieeigenwerte, die stehen da n plus 1/2 h quer Omega. Und wenn Sie jetzt für das n den Wert 1 einsetzen, n gleich 1, dann haben Sie Sonnenlicht oder beliebiges anderes Licht. Wenn Sie also n gleich 1 verwenden, dann nutzen Sie Solarenergie. Und wenn Sie sagen, ich setze anstelle dessen den Quantenzustand n gleich 0 ein, dann verwende ich sozusagen das Geschwisterchen der Solarenergie, die Nullpunktswellen des Quantenvakuums. N gleich 0 ist der Grund für die Namensgebung. Das heißt Nullpunktswellen, weil da steht n gleich 0. Aber, das ist das Witzige, die Energie groß E wird nicht 0, wenn Sie hier n gleich 0 einsetzen. Wenn Sie n gleich 0 einsetzen, ist das n weg, dann steht da 1/2 h quer Omega. Das heißt, da ist Energie vorhanden. Und die Frage ist, ob man die nutzen kann. Zuerst beantwortet hat diese Frage ein Mensch namens Hendrik Brucht Gerhard Casimir, ein Holländer, der postuliert hat aus der Theorie heraus, dass die freie Energie, diese Nullpunktswellen des Quantenvakuums, zwei Metallplatten aufeinander zuziehen müssten. Also ich habe zwei Metallplatten, die parallel zueinander angeordnet sind und dann ist nichts darum herum. Also das geht auch im Vakuum, wobei man sagen muss, wenn Luftmoleküle da sind, das stört auch nicht. Und die beiden ziehen sich aufgrund der Nullpunktswellen des Quantenvakuums gegenseitig an. Diese anziehende Kraft hat, hier oben sehen Sie das mit dem F, die hat Casimir ausgerechnet und dann wurde er ausgelacht, ganze 49 Jahre lang, bis 1997 Steve Lamoureux von der Elite-Universität Yale kam und sozusagen das Verschweigen des Casimir gebrochen hat, indem er an der Yale-Universität nachgewiesen hat, dass die Casimir-Formel da oben stimmt, messtechnisch bewiesen. Übrigens seit 2005 muss die Fertigungsindustrie bei den Mikrochips für Computer die Casimir-Kräfte berücksichtigen, weil die Miniaturisierung so klein geworden ist, dass es ohne Berücksichtigung dieser Kräfte aus der Quantentheorie nicht mehr funktionieren würde. Also auch hier ein Beweis dafür, dass die Physik anfängt zu erkennen, man kann diese Kräfte des Quantenvakuums nutzen. Ein weiterer Beweis dafür ist die Arbeit von Richard Feynman, der die Vakuumpolarisation in der Theorie entwickelt hatte. Und das Witzige dabei ist, dass Feynmans Arbeit 1948 auch relativ bald experimentell verifiziert wurden, sodass Feynman sehr schnell den Nobelpreis dafür bekommen hat. Der zeigt einfach, dass das leere Vakuum, in dem wir nichts drin haben, nicht leer ist, sondern dass da noch was ist. Er spricht von zum Beispiel von Elektronen, Positronen, Paaren, von virtuellen Teilchen, von Dirac-See, von allen möglichen Dingen. Also das Vakuum ist voll von allen möglichen und unmöglichen Objekten. Wir wissen aus dem Griechenland der Antike vor über 2000 Jahren, da hätte ich erzählen müssen, dass der Raum hier zwischen meinen Händen leer ist und inzwischen würden Sie sagen, nein, er ist nicht leer. Das sind Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle, das sind die Moleküle der Luft, das ist nicht leer. Da gab es 1600 irgendetwas einen Menschen namens Evangelista Torricelli, der hat bewiesen, dass da ein Gas ist und wenn man dieses Gas rauspumpt, dann merkt man plötzlich, der Raum verhält sich anders. Otto von Guericke in Magdeburg hat ja diese beiden berühmten Halbkugeln evakuiert und dann demonstriert, dass man die nicht einmal mit Pferden auseinanderreißen kann, weil der Luftdruck so groß ist, dass er die Kugeln stark zusammendrückt. Und so ähnlich müssen Sie sich das bei den Casimir-Platten auch vorstellen, bei jenen bewussten, die ich gerade gezeigt habe. Zwischen den Platten fehlen einige der Nullpunktswellen und deshalb wird, so wie Luft fehlt im evakuierten Gefäß und deswegen werden die Platten von den Nullpunktswellen außen zusammengedrückt und das ist das Witzige, dass damit eine im Labor messbare Kraft nachgewiesen wurde, die von den Nullpunktswellen herrührt. Die Frage ist nur, kann man damit auch permanent Maschinen treiben oder ist es so, dass diese messbare Kraft nach kurzer Zeit eben zum Erliegen kommt und dann ist Stillstand. Und das war mein Beweis, zu sagen, nein, diese Kraft kommt nicht zum Stillstand, man kann damit tatsächlich Maschinen antreiben. Ich möchte noch kurz auf Kritiker dieser freien Energienutzung eingehen, die behaupten, freie Energie geht ja auch irgendwann mal zu Ende. Wie lang ist der Vorrat, wann ist Schluss damit? Es gibt aus der Astrophysik her Messungen zur
beschleunigten Expansion des Universums. Das sind die Kollegen aus der Kosmologie, die mit Teleskopen und Weltraumbeobachtungsstationen nachgemessen haben, dass die freie Energie, diese dunkle Energie des Vakuums tatsächlich 2/3 unseres gesamten Universums ausmacht, nämlich das große grüne Kuchenstück. Demgegenüber steht das kleine blaue Kuchenstück, das ist sichtbare Materie, also Dinge, die wir hier sehen, so wie dieser Tisch. Und dann sind da noch, das ist das rote Kuchenstück, bisher noch nicht entdeckte Elementarteilchen. Also wir wissen, dass unsere gesamte Welt zu etwa 2/3 aus dieser freien Energie besteht. Das heißt, das ist so ein immenser Vorrat. Selbst wenn wir mehr verheizen, als die Menschheit sich bisher je vorstellen könnte, dann sind die Menschen doch im Vergleich zu den immensen Weiten des Universums so winzig, dass es kaum ernsthaft stört. So weit, so gut, sagen die Physiker, es existiert diese freie Energie. Und jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt, wenn man sie fragt, kann man das denn nutzen? Dann bekommt man immer die Antwort, igidigit, nutzen, wer macht denn sowas? Das habe ich tatsächlich von den Kosmologen, also von den Kollegen, die dieses grüne Kuchenstück ausmessen, oft genug als Antwort bekommen. Ich habe diese Arbeiten alle fertiggestellt und dann hatte ich versucht, die experimentellen Ergebnisse zum Nachweis der Nutzbarkeit der freien Energie zu publizieren. Das ging nicht. Keine einzige Fachzeitschrift war bereit, mit mir zu kommunizieren. Bis ich dann irgendwo in Südwestengland ein kleines Magazin, Internetmagazin namens Filica fand, die gesagt haben, okay, jeder Berufsforscher, der ich nun bin als Professor, kann hier publizieren ohne Zensur. Die betonen das, wir sind zensurfreies Wissenschaftsjournal. Und dann ist es mir erstmals gelungen, über die Ergebnisse zu sprechen. Und erst als das geschehen war, kam eine freie Energiegemeinde, also eine Forschergruppe von freien Energieforschern auf mich zu und hat mir gesagt, da gibt es ja schon jede Menge Ergebnisse. Und erst dann war mir klar, was in der Fachwelt alles so perfekt verschwiegen wird, dass die meisten Professoren noch nicht einmal davon wussten. Zum Beispiel all diese Geräte, die hier aufgezählt sind. Es sind sehr viele freie Energiegeräte, die Sie in der Literatur finden können. Und jetzt habe ich ein Problem. Es gibt nämlich immer wieder Zweifler, die sagen, vergessen Sie all die Geräte, ist alles nur Charlatanerie, kann gar nicht funktionieren. Keines dieser Geräte hat je wirklich freie Energie gewandelt. Und jetzt wage ich es einfach mal zu widersprechen. Sie sehen hier ein amerikanisches Gerät, da steht www.terawatt.com, das können Sie im Internet nachschauen, da gibt es ein TÜV-Gutachten. Für den Wirkungsgrad, die blaue Kurve, die Sie hier unten sehen, ich weiß nicht, ob Sie den Lichtpunkt erkennen können, die blaue Kurve, das ist die Energie, die Sie elektrisch in die Maschine hineinstecken müssen und die violette Kurve, das ist die hier oben, die zeigt, wie viel Energie mechanisch rauskommt. Sie betreiben also einen Elektromotor und stecken 200 Watt elektrische Leistung hinein, kriegen aber 620 Watt mechanische Leistung heraus. Und jetzt fragen Sie, wo kommen denn die anderen 420 Watt her? Das ist eine unsichtbare Energiequelle, eben freie Energie. Man könnte sogar so weit gehen, dass man das Ergebnis, diese 620 Watt zurückführt, 200 Watt an den Eingang bringt und die restlichen 420 dem Benutzer zur Verfügung stellt. Dann brauchen Sie keine Materie mehr zu verbrennen, nur um Energie zu erzeugen. Also es ist völlig antiquiertes Wissen zu denken, dass man Materie verheizen müsste, um Energie zu erzeugen. Man kann auch Raum verheizen. Natürlich, wenn ich einen Scheit Holz in den Ofen werfe, verheizt sich das Holz, klar. Aber das muss nicht sein. Ich kann auch Raum verheizen. Und ich zeige Ihnen das gleich in Formeln. Also soweit das TÜV-Gutachten und dann sagen Zweifler, besonders von den Universitäten, naja, vielleicht ist ja der TÜV korrupt. Deswegen sagt Terawatt, wir machen das ganz einfach. Wir holen uns ein zweites Gutachten von einem amerikanischen Gutachter ein, also Underwriters Laboratories ist der führende amerikanische Gutachter. Die haben dann die Messwerte vom TÜV wunderbar bestätigt. Das nächste Gerät, was ich Ihnen hier zeige, gehört nach Australien. Da oben steht Lutec, ganz oben in der Überschriftzeile. Das ist ein Gerät mit einem Wirkungsgrad von 1440%. Der größte Gutachter der Welt, die Société Générale de Surveillance, hat dieses Gerät geprüft. Sie stecken 10 Watt rein, Sie kriegen 145 Watt raus. Und dann können Sie natürlich auch sagen, ich führe 10 Watt an den Eingang zurück und die anderen 144 Watt nutze ich. Das Witzige ist, es ist ein elektrischer Wandler. Also Sie stecken 10 Watt elektrisch rein und kriegen 145 Watt elektrisch raus.
Ich habe das vorgestellt vor Politikern und dann heißt es, ja, ist noch nicht anerkannt. Ich zeige Ihnen auch gleich im Internet, wem das vorgestellt wurde. Aber ich spanne Sie noch ein paar Minuten auf die Folter. Den Namen kennt hier jeder. Weil es dann hieß, noch nicht anerkannt, nämlich seitens der offiziellen Wissenschaft noch nicht beachtet. Zitiere ich jetzt das Massachusetts Institute of Technology, eines der führenden Forschungsinstitute dieser Welt. Da geht es um kleine lichtemittierende Dioden, also Leuchtdioden, wie man sie kennt, diese LEDs, operating above unity efficiency, also zu Deutsch, die arbeiten mit einem Wirkungsgrad größer 100%, und wenn Sie in der Publikation nachlesen, dann steht da drin, ETA, also der Wirkungsgrad, übersteigt 200%. Das lesen Sie offiziell in der MIT-Publikation. Und seither müsste man eigentlich meinen, dass die freie Energie hinreichend anerkannt ist, weil sie Gutachten aller großer Gutachtergesellschaften haben, vom TÜV bis zur SGS, weil sie von den Spitzeninstituten wie MIT die Ergebnisse da haben. Eigentlich müsste man meinen, es gibt überhaupt keinen Zweifel. Und an der Stelle setze ich mit meiner Arbeit ein und erkläre Ihnen mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier noch ein paar verschiedene Vorführexemplare, zum Beispiel solche Kristallzellen, die ich hier zeige. Das sind Akkumulatoren, die nie leer werden. Da können Sie ein paar Milliwatt permanent ziehen. Und wenn Sie das Ding mal mit dem Starthilfekabel vom Automobil für ein Vierteljahr lang kurz schließen, dann nehmen Sie anschließend das Starthilfekabel weg und warten eine Viertelstunde, dann hat sich diese Kristallzelle selbst wieder regeneriert. Also das sind Akkumulatoren, die sich selbst aus dem Nichts aufladen. Also das sind Dinge, die hat ein Kollege namens Guy Harry in Luxemburg hergestellt und der hat die einfach frei verteilt. Ich habe auch ein halbes Dutzend davon mir mal schenken lassen, aber der hat hunderte davon verteilt. Also Sie brauchen bei mir nicht einbrechen, Sie schreiben lieber dem Guy Harry, der schickt Ihnen die Dinger kostenlos. Die ganzen Patente, die es da gibt, die zitiere ich jetzt mal nicht alle. Interessant ist vielleicht auch die Cola-Maschine aus den 1920er Jahren. Die wurde verifiziert an den Universitäten in München, Trondheim, Kopenhagen und Berlin. Das Ergebnis ist, dass in den 1940er Jahren der englische Geheimdienst den Herrn Cola eingesackt hat. Dann gab es englische Geheimdienstberichte zu dem Cola-Apparat. Sie können das im Internet unter dieser Internetadresse recherchieren. Also das gibt's alles. Der Apparat wurde an den vier Universitäten als echt bestätigt. Und die Frage ist natürlich, warum spricht denn niemand darüber? Warum in aller Welt haben wir die saubere Energie? Wir müssen wissen, diese Nullpunktsenergie des Quantenvakuums, sie ist unerschöpflich, sie ist kostenlos, sie ist absolut umweltfreundlich, sie macht keinerlei Gesundheitsrisiken, sie ist überall auf dieser Erde permanent vorhanden, Sie können die anzapfen, wo immer Sie wollen, und Sie können das auch 24 Stunden am Tag mit völliger technischer Zuverlässigkeit immer tun. Warum um alles in der Welt sagt uns das denn niemand? Und diesen Spruch, warum um alles in der Welt sagt uns das denn niemand, zitiere ich jetzt. Ich habe nämlich Mathematikerkollegen gesehen, die meine theoretischen Arbeiten mit den Lösungen der Differentialgleichung angezweifelt haben. Und ich habe gesagt, dann rechnen Sie halt mal selber nach. Und die haben das gemacht und nach ein paar Wochen kamen zurück, ja, wir haben das mit dem offiziell üblichen Runge-Kutta-Verfahren verifiziert. Sie haben absolut recht. Warum sagt uns das denn niemand? Das hatte ich oft dann von den Fachkollegen zu hören bekommen. Und ich frage natürlich, warum um alles in der Welt schweigen die dann, nachdem sie es verifiziert haben? Ist auch eine interessante Frage. Weil ich gerade vorhin erzählt habe, Sie können Materie im Ofen verbrennen, also wenn Sie ein Stück Holz in den Ofen werfen, dann ändert sich beim Verbrennen die Masse. Sie kennen E gleich mc Quadrat. Sie wandeln Masse in Energie um. Wandelt sich ganz minimal, aber es passiert. Dafür steht Einstein ein. Wenn Sie Raum in den Ofen werfen und verbrennen, der Ofen sieht natürlich anders aus, Sie halten da kein Feuerzeug hin. Wenn Sie Raum in den Ofen werfen, dann verbrennen Sie den Liter Raum, das hier ist das Volumen, mit 45 mal Elektronenmasse hoch 4 mal Lichtgeschwindigkeit hoch 5 durch 12 mal Hyperfeinstrukturkonstante zum Quadrat. Und das hier ist das Planck'sche Wirkungsquantum durch 2π hoch 3. Also Sie haben auch hier einen Proportionalitätsfaktor, mit dem Sie den Liter Volumen verbrennen können. Um es kurz zu machen, ein Liter Volumen enthält so viele Megawattstunden an Energie. Also wenn Sie dem gesamten Universum einen Liter klauen, ich denke, das wird so wenig sein, dass das Universum davon wenig spürt.
dann können Sie, da ist kein Komma in der Zahl, das sind wirklich alles Stellen vor dem Komma, dann können Sie so viele Megawattstunden Energie daraus machen. Die Frage ist, kann man das nutzen? Und das war mein Ansatz. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die ganzen Formeln alle vorrechnen. Also solche zum Beispiel, solche Dreifachintegrale, die lassen wir jetzt mal alle beiseite. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Magneten oder eine elektrische Ladung, um das mal anschaulich zu machen. Der Magnet erzeugt ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld strömt mit Lichtgeschwindigkeit in den Raum. Das ist ein Ergebnis der klassischen Elektrodynamik, aber ebenso der Relativitätstheorie. Das Magnetfeld, auch das elektrische Feld, die breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Der Magnet erzeugt also ständig Feld und pumpt mir ständig den Raum mit Feld voll. Wo nimmt denn der Magnet die Energie her? Der verbraucht sich ja nicht. Ist der Magnet ein Perpetuum mobile? Das wäre ja, wenn es keine Raumenergie gäbe. Aber es ist natürlich Quatsch, der Magnet ist natürlich kein Perpetuum mobile, weil es kein Perpetuum mobile geben kann. Heisenberg hat das mal so formuliert, er sagt, es müsste möglich sein, den Magnetismus als Quelle für die Raumenergie zu nutzen, aber wir Wissenschaftsidioten schaffen es nicht. Das muss von Außenseitern kommen. Da kann ich nur bescheiden hinzufügen, hier steht ein Außenseiter und ausgegrenzt bin ich. Ich habe das mit einer elektrostatischen Methode probiert und zwar ist die Idee folgende. Sie kennen das vielleicht aus der Kindheit, wenn die Eltern ein Plastiklineal mit einem Lappen reiben, dann kann man anschließend Papierschnipselchen damit hochheben. Sie kennen diese Kraft. Und das kann ich jetzt auch machen mit so einem Rotor. Oben ist eine rote Metallscheibe, das ist Aluminium. Aus Kostengründen Aluminiumfolie aus der Küche auf IKEA-Pappe. Ja, Sie lachen, dazu muss man sagen, ich habe meine Forschung die gesamten 12 Jahre komplett von dem Geld finanziert, was mir meine Frau vom Haushaltsgeld übrig lassen kann und vollständig in meiner Freizeit ausgeführt. Also ich arbeite normal 40 bis 50 Stunden als Professor und dazu nochmal so viel für die Forschung. Und deswegen ist IKEA-Pappe und Küchenalufolie eine sehr willkommene Feldquelle. Unten ist ein Rotor, der ist aus Aluminiumflächen. Der muss schön leicht sein, damit es geht. Und jetzt werden Sie feststellen, dass die Feldquelle den Rotor anzieht. Genauso wie das Lineal die Papierschnipselchen. Aber da die Rotorblätter schräg stehen, geht die anziehende Kraft diesen dicken blauen Pfeilen folgend schräg. Nur ist die Kraft zu schwach, um den ganzen Rotor hochzuheben. Also Sie können auch so stark aufdrehen, dass die Kraft reicht, dann klatscht Ihnen der Rotor gegen die Feldquelle, aber das ist lästig, weil da muss man einen neuen Rotor basteln. Wenn man wartet, bis es sich dreht, dann dreht sich das Ganze endlos. Sie laden die Feldquelle einmal auf und dann dreht sich das ganze Ding endlos, ohne dass Sie noch Energie zuführen müssen. Da sagen natürlich die Kollegen, ich habe das gebaut, hier sehen Sie mein erstes Exemplar, da oben, das ist die Feldquelle, da unten die Aluminiumrotorblätter, das ist Küchenalufolie auf Balsaholzrahmen aufgespannt, das Ganze auf Styroporschwimmern und weil aus der Theorie heraus, ich habe ja die finite Elemente Algorithmen zur Berechnung der Drehmomente der Theorie komplett selber entwickeln müssen, aus der Theorie heraus weiß ich, dass das Drehmoment bei 1,2 Mikronewtonmetern sehr, sehr klein ist. Sie müssen das Ganze also sehr reibungsarm lagern, daher diese Styroporschwimmer. Sie sehen hinten noch den Rand der Duschkabine. Ich habe einfach die Duschkabine mit Wasser einlaufen lassen, das Ding da drauf gesetzt und siehe da, es dreht sich. So einfach ist die Welt. Und dann sagen die Kollegen, Moment mal, das könnte ja sein, dass da ein klassischer Energietransport da ist, dass sie also Energie von der Feldquelle beim Aufladen runterziehen in die Rotorblätter, einfach weil Luftmoleküle da sind. Luftmoleküle werden elektrostatisch aufgeladen und gehen dann runter in den Rotor und treiben den an. Was machen Sie da an der Stelle, um das zu widerlegen? Sie sehen die Vakuumkammer, Sie pumpen die Luft weg und gut ist. Und siehe da, das Ding dreht sich wieder. Man macht zuerst den Deckel drauf, lädt die Feldquelle auf und stellt fest, das erzeugt ein elektrisches Feld, das mir den Rotor dreht. Jetzt fange ich an, etwas abzupumpen und bei 1, 2, 3 Millibar, also beim leichten Restdruck, gibt es Leuchterscheinungen. Da gibt es ganz viele Ionen und die stören plötzlich das Drehen, dann kann er nicht mehr. Also die Ionen, die sind nicht nur kein Antrieb, sondern sie stören. Und wenn man dann richtig abpumpt, bis
Einige ziehen noch minus 5 Millibar, also bis zum guten Hochvakuum. Dann ist natürlich das Problem mit dem Ionenstrom erledigt und Sie sehen, wie er sich wieder dreht. Und dann sagen die Fachkollegen, kritisch wie sie sind, man soll ja nachweisen, dass es nie je einen physikalischen Effekt geben wird, der den Antrieb aus klassischer Energie erklären wird. Also selbst wenn er erst im dritten, vierten oder fünften Jahrtausend entdeckt wird. Wir werden nie in der Lage sein, einen Effekt zu finden, der das da aus klassischer Energie erklärt. Erst wenn ich das bewiesen habe, dann wird man mir glauben. Auch das geht. Sie messen, wie viel Energie Sie reinstecken und Sie messen, wie viel Energie unten rauskommt. Und wenn Sie oben weniger Energie reinstecken, als unten rauskommt, ist es klar. Haben die Fachkollegen behauptet, weis uns das mal nach, also kommen Picoampermeter dran und alles Mögliche an Messtechnik. Ich messe hier die mechanische Energie des Rotors beim Drehen, abhängig von der Drehzahl, also hier unten steht die Umlaufdauer pro Umdrehung, in Leistung, in Watt. Und das hier ist die elektrische Energie, die ich reinstecke. Und nun muss man bedenken, das ist eine logarithmische Skala. Das heißt, ich kriege mechanisch 50 mal so viel Energie raus, wie ich mechanisch 50 mal so viel Energie raus, wie ich elektrisch reinstecken muss. Das heißt, elektrischer Aufwand, das steht hier mit 2,97, also ungefähr 3 Nanowatt. Mechanischer Output hier unten 150 Nanowatt. In der Sprache der freien Energieforschung würde man sagen, das ist eine Overunity, also Wirkungsgrad über 100%, von 5050%. Aber natürlich nur mit ein paar Nanowatt, immerhin. Das habe ich fertig gemacht, mitsamt aller Theorie. Und das Witzige war, es gibt sogar kommerzielle FEM-Programme wie ENSYS, die man für viele zigtausend Euro kaufen kann. Die rechnen auch nichts anderes aus als mein kostenlos selber gestrickter. Also, will heißen, selbst die kommerzielle Industriesoftware bestätigt die Wandlung der freien Energie. Ja, warum rechnet das dann damit niemand? So gut funktioniert die Zensur. Also Overunity 5000% und danach wusste ich noch nicht einmal, dass es sowas gibt wie eine freie Energieforschung. Und dann kam die freie Energieforschung auf mich zu und hat gesagt, Moment mal, dein Ergebnis ist ja interessant für uns. Und das war der Moment, an dem ich erstmals die Zensur brechen konnte. Nach wie vielen Jahren Forschung? 6, 8 Jahre. Da war es erstmals, dass man mir zugehört zu sagen, ja, stimmt ja alles. Und dann gab es natürlich auch die Zweifler, die sagen, wir glauben Ihnen das nicht, solange Sie das nicht unter erhöhter Schwerkraft auf dem Jupiter nachweisen können. Ist mir bei einem Vortrag offiziell passiert, worauf ich hin nur antworten kann, Entschuldigung bitte, aber mir ist im Moment das Energieproblem auf der Erde wichtiger als auf dem Jupiter. Das war das fundamentale Experiment. Und dann kommt die Frage, sind denn 150 Nanowatt genug für die Menschheit? Also natürlich nicht, wir müssen irgendwas machen, um stärkere Maschinen zu bauen. Und das war für mich der Anlass, noch einen zweiten Teil der Forschung dran zu hängen. Ich habe ja kein Labor. Also ich habe keine Mitarbeiter, ich habe keine Sekretärin, kein Budget, also keines übertrieben. Ich habe in 2012 ein Jahresbudget von 428 Euro. Ich habe kein Labor, keine Werkzeuge, keine Maschinen, nichts. Und deswegen konnte ich nur noch Theorie machen. Und habe gesagt, wenn dem so ist, dann entwickle ich jetzt in der Theorie einen leistungsfähigen freien Energiekonverter, sodass man sagt, naja, so groß wie 1, 2 Kühlschränke und bitteschön 10 kW für den Haushalt. Dann stellt sich jeder so ein Ding in den Keller rein und dann sind unsere Häuser versorgt aus Raumenergie und sie brauchen keine Gasrechnung und keine Stromrechnung und nichts mehr bezahlen. Und Umweltverschmutzung entfällt sowieso. Das ist das System, was ich Ihnen jetzt vorstellen will, also von der Theorie her entwickelt. Das ist auch eine lustige Statistik. Eine Statistik von der DPG, die Deutsche Physikalische Gesellschaft als Berufsorganisation, hat eine Studie gemacht über den Energieverbrauch. Hier sehen Sie bis 2060 und wenn Sie rechts gucken, wer da auch noch mit draufsteht, sehen Sie Shell 1999. Elektrische Felder, da kann man auch noch mal
bisschen Physik erklären, das ist vielleicht im Moment, sage ich nur das Ergebnis. Elektrische Felder haben an Leistungsdichte nicht genug Energie pro Kubikmeter, dass sie das, was im Raum alles vorhanden ist, an immenser Energie wirklich effizient nutzen können. Dazu bräuchten sie magnetische Felder. Deswegen hat ja der gute alte Heisenberg immer behauptet, es müsste möglich sein, den Magneten als Energiequelle zu nutzen. Der hat nie von elektrischen Feldern gesprochen und diese Folie hier beweist, warum das so ist. Das elektrische Feld können Sie hier nutzen mit 40 Joule pro Kubikmeter und das Magnet ganz rechts da, 40 Joule pro Kubikmeter, das ist mir zu wenig, und das magnetische Feld können Sie nutzen bis 1,6 Millionen Joule pro Kubikmeter. Und wer wissen will, ob 1,6 Millionen mehr ist als 40, der guckt mal in meinen Geldbeutel, da gibt es hin und wieder 40 Euro, niemals 1,6 Millionen. Also wir müssen das Magnetfeld nutzen, da ist mehr drin und dann können wir das Ganze auch ausnutzen. Der Lagrange-Operator des Photons in elektromagnetischen Feldern war für mich ein Startpunkt des Verständnisses auf dem Weg zum leistungsfähigen Magnetmotor. Und ich kriege diese ganze Physik jetzt mal alle weiter und sage Ihnen nur das Ergebnis dessen, was da passiert. Das ist dieses Bild hier und das veranschaulicht man viel besser, wenn man Gegenstände bewegt. Also stellen Sie sich vor, das hier ist ein Magnet und stellen Sie sich vor, das hier ist ein zweiter Magnet. Deswegen habe ich vorhin erzählt, ich bin lebendig und laufe rum während des Vortrags. Wenn wir das Ganze jetzt in der statischen Betrachtung sehen, also in der klassischen Näherung dessen, was jeder Elektromotorenkonzern macht, der Bohrmaschinen, Waschmaschinen, Küchenmixer baut, der sagt einfach, wir betrachten nicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feldes, wir setzen die einfach als fast unendlich an, weil die Lichtgeschwindigkeit ist ja fast unendlich. Dann können Sie sagen, die beiden Magneten, die üben eine Kraft aufeinander aus und wir wissen, je dichter die Magneten einander nahe kommen, umso stärker wird die Kraft. Das hat jeder ausprobiert als Kind. Je dichter die Magneten sind, umso stärker die Kraft. Also dieser Magnet übt auf jenen Magneten eine Kraft aus und die ziehen sich an. Was passiert, wenn ich jetzt die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feldes, also die Lichtgeschwindigkeit, berücksichtige, mit der das Feld rüberläuft? Ich bin Feld. Ich starte bei dem Magneten, um dem die Feldstärke zu übermitteln, dass der mich anzieht. Jetzt bin ich angekommen, das hat eine gewisse Zeit gedauert. In der Zwischenzeit ist aber der Magnet von da drüben nach da hinten gelaufen. Das heißt, dieser Magnet zieht die Kraft nach dem kurzen Abstand, aber in Wirklichkeit ist der Abstand schon viel größer. Die Kraft ist also in Wirklichkeit kleiner, als sie nach dem klassischen Gesetz, nach der klassischen Näherung sein müsste. Die Tatsache, dass Sie hier also das Energieerhalten der klassischen Kraft durchbrechen können, dadurch, dass Sie die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder mit berücksichtigen, die ist hier das Entscheidende. Und als ich das entdeckt hatte, dachte ich, oh, jetzt habe ich endlich mal neue Physik entdeckt. Irrtum. Das gibt es schon nachzulesen in Landau-Lifschitz, Lehrbuch der theoretischen Physik. Das heißt, Lienard-Wichert, retardierte Potenziale, die sind auch in anderen Lehrbüchern sehr bekannt. Also das, was ich Ihnen erzähle, ist alles Lehrbuchstoff. Ich habe nichts, keine einzige Aussage der Physik neu formiert. Ich verwende 100% nur klassisch etablierten Lehrbuchstoff. Auch diese Ausbreitung der Felder, unter dem Namen Lienard-Wichert-Potenziale bekannt. Selbst das Verheizen des Raumes mit den Megawattstunden pro Liter, das ist nach de Boer in einer Publikation zu lesen, die schon da war. Also was ich gemacht habe, ist keine neue Physik, sondern ich habe nur bekannte, etablierte Physik zusammengefügt. Wie wenn man ein Puzzle nimmt und Puzzlesteine, die aufgrund des Verschweigens niemand sortieren darf, die habe ich mal sortiert, dass ein Bild daraus entsteht. Also ich habe nur bekannte Physik so weit gebracht, dass man etwas sieht, was man erkennen kann. Mehr nicht. So wie ein Dichter, der sagt, ich verwende nur bekannte Buchstaben. Und ich ordne die so mal an, dass ein Gedicht draus wird. Das ist mir deshalb so wichtig, damit niemand von den etablierten Kollegen irgendetwas an meinen Aussagen anzweifeln kann. Weil die sind ja alle schon bekannt. So, nochmal zurück. Also dadurch, dass das elektrische Feld sich mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet, ich laufe mit endlicher Geschwindigkeit zum anderen Magneten rüber, ist die Kraft anders als in der energieerhaltenden klassischen Näherung. Und dann kann man sagen, laufen die beiden Körper zueinander hin, dann haben sie eine verringerte Kraft, laufen die beiden Körper voneinander weg, dann haben sie eine erhöhte Wechselwirkungskraft. Das heißt, ich brauche eigentlich nur hingehen und einen Magneten in einer Spule drehen. Wenn der
Magnet angezogen. Wenn der Magnet zur Spule hinläuft mit einer verringerten Kraft, wenn der Magnet von der Spule wegläuft mit einer erhöhten Kraft. Und jetzt muss ich nur die Spule richtig rumpolen. Also wenn die beiden gegeneinander arbeiten, wenn die beiden sich abstoßen, ich brauche nur die Spule richtig rumpolen, dann ist die Kraft beim Hinlaufen verringert und beim Weglaufen ist die nun abstoßende Kraft vergrößert. Und was passiert? Der Magnet wird schneller. So einfach ist die Welt. Verstehen Sie, was ich meine? Ich brauche nur zwei Magneten aufeinander zulaufen lassen. Nordpol auf Nordpol. Die laufen aufeinander zu und die bremsende Kraft, Nordpol gegen Nordpol, müssen sie schieben, dass sie gegeneinander kommt. Und die Kraft, die jetzt zum Bremsen der Bewegung führt, die ist verringert. Jetzt bin ich aneinander vorbei und dann habe ich Südpol auf Südpol, das stößt sich wieder ab. Die abstoßende Kraft beschleunigt jetzt und ist vergrößert, weil die voneinander weglaufen. Und das Ergebnis heißt, das ganze Ding wird schneller. Einfach so. Aufgrund der FPGW-Theorie, sage ich dazu, die finite Propagationsgeschwindigkeit der Wechselwirkungsfelder. Das ist alles. So einfach geht es im Grunde, so ein Ding zu konstruieren. Wenn Sie das Ganze natürlich technisch auslegen wollen, also wenn Sie das technisch in den Griff kriegen wollen, dann brauchen Sie Differentialgleichungen dafür. Die Theorie der Differentialgleichungen, das war die Geschichte mit dem Runge-Kutta, was ich Ihnen als numerisches Lösungsverfahren, was ich gerade angedeutet habe, das gibt es auch schon. Ich habe die Differentialgleichungen entwickelt und wusste nicht mehr weiter. Dann hatte ich einen Kollegen von der Uni gefragt, können Sie mir helfen, ich bin ja Physiker, ich kann nicht genug Mathe, können Sie mir helfen beim Lösen? Nach ein paar Dutzend Kollegen kam keine Antwort, dann habe ich mich halt dran gesetzt und das Ding selber entwickelt. Und ein paar haben mir geantwortet, nö, das geht nicht, sowas kann man nicht lösen. Und als ich dann selber entwickelt habe, da haben sich dann die Kollegen plötzlich auf den Schlips getreten, gefühlt und gesagt, ja, jetzt können wir es auch rechnen. Das Böse dabei ist, wenn Sie zum Beispiel hier die Coulomb-Kräfte zwischen zwei elektrostatischen Ladungen betrachten oder die Magnetkräfte zwischen den zwei Magneten betrachten, in dem Fall können Sie es als Magnetkräfte betrachten, das ist ein 1 durch R-Quadrat-Gesetz, dann werden die Proportionalitätsfaktoren, die Sie sonst drin haben, aufgrund der finiten Propagationsgeschwindigkeit, die ich gerade eben erklärt habe, zu ersetzen sein durch die Bahnkurven, die Magneten laufen. Ganz einfach, wenn ich von hier nach da drüben laufe, ist das was anderes, als wenn ich von dort nach da drüben laufe. Sie müssen also die Vorkurve, die Bahngeschichten der Magneten mitverstehen. Wenn Sie das vollständig reinstecken in die Differentialgleichung, das ist natürlich ziemlich viel an Rechenaufwand, dann kriegen Sie, da steht nochmal so eine Differentialgleichung, dann kriegen Sie Lösungen raus und das ist jetzt der Knackpunkt. Ich habe die beiden Magneten, die nebeneinander stehen und die schwingen. Das ist der eine oben, der hier, der in violett gekennzeichnet ist, der schwingt so. Und der unten, der schwingt in blau so. Die schwingen miteinander. Dazwischen ist eine Feder, dass die schwingen. Einfach eine Feder und die schwingen jetzt. Und aufgrund dieser finiten Propagationsgeschwindigkeit schwingen die sich von alleine auf. Die Amplituden werden immer größer, ganz von alleine, aus der Raumenergie heraus. Das kommt einfach so. Sie können das Ding auch falsch justieren, dann werden die Amplituden immer kleiner. Also Raumenergie ist voll wandelbar. Klassische Energie in Raumenergie und Raumenergie in klassische Energie. Das ist eine vollwertige Energieform. So, und damit hatte ich meinen leistungsfähigen Raumenergiekonverter im Internet vorgestellt. Das war eine Maschine, die ungefähr 20, 30 Zentimeter groß ist, also so wie eine Bohrmaschine vielleicht und 500 Watt kann. Das ist mir für den Haushalt zu wenig. Also Sie können es auch bauen wie zwei Kühlschränke und dann haben Sie 10 kW im Keller stehen und damit können Sie dann heizen und Elektrogeräte versorgen und alles. Überflüssig werden dann natürlich Atomkraftwerke, Überlandleitungen, Öl, Gas, können Sie alles weglassen. Die Raumenergie macht ja das sauber und kostenlos. Und jetzt möchte ich mal zu den Hintergründen kommen. Also warum ist meine Forschung jetzt ausgesetzt? Das ist einfach absoluter Stillstand. Das hat Nikola Tesla schon 1891 vor der American Institute of Electrical Engineering erzählt. Es ist nur, ich übersetze es ins Deutsche, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen sich an das Räderwerk der Natur anschließen werden, um diese Raumenergie zu nutzen. Und Tesla hat ein Raumenergieauto gebaut. Ein entfernter Bekannter von mir, den durfte ich mal in Hamburg besuchen, der ist jetzt 86 Jahre alt, der Klaus Jebens, der hat dort eine Erfinderfirma.
Der hat vor 2 Jahren mir persönlich erzählt, wie sein Papa 1930, als der Jebens noch ein 4-jähriger Stöpsel war, drüben in Amerika den Nikola Tesla besucht hat. Papa Heinrich Jebens war nämlich damals der Reichsleiter des Deutschen Reichserfinderamtes. Und er durfte mit dem Raumenergiekonverter betriebenen Auto von Tesla mitfahren. Der durfte sogar den Konverter sehen, der hat die Glasröhren da drin gesehen. Übrigens, ich habe auch Konzepte, wie man mit solchen Glasröhren Konverter baut. Nebenbei bemerkt, ist alles frei im Internet verfügbar. Also alles, was ich gemacht habe, ist vollständig publiziert, Open Source. Wenn Sie mich suchen, tippen Sie einfach mal Turtur ins Google ein. Es gibt inzwischen auch Internetseiten, die sich als Turtur ausgeben, ohne ich zu sein und ohne, dass ich davon weiß. Also wenn Sie es ernst meinen, dann gucken Sie die Seite, die hier mit Ostfalia beginnt, das ist meine. Und es gibt in Österreich noch eine Seite, die heißt www.energiederzukunft.org. Das macht der Martin Scheibelhofer, wir sind in Kontakt. Es gibt inzwischen auch ein Raumenergie-Wiki. Das macht ein Dr. Windelschmidt im Ruhrgebiet. Also es gibt ein paar, die ernst sind, aber wenn Sie diese hier gucken, wo Ostfalia vorne steht, dann haben Sie ganz sicher meine, die gestalte ich nämlich eigenhändig, weil ich ja keine Assistenten habe, die sowas machen könnten. Dann finden Sie dieses Bild, dann wissen Sie, aha, jetzt sind Sie auf dieser Seite gelandet und dann finden Sie einiges an wissenschaftlichen Publikationen. Sie können einfach alles frei runterladen, das sind hunderte von Seiten, zweisprachig Deutsch und Englisch wahlweise. Das können Sie alles runterladen. Ja, und das war's. Das ist Schweigen im Walde. Der Turtur ist ja ein Scharlatan, wie es heißt. Wie sehr der Turtur ein Scharlatan ist, sehen Sie hier. Es gibt inzwischen 10 Gutachten weltweit, die bestätigen, dass ich spitze bin. Also zum Beispiel hier der Professor Nagel von der George Washington University. Der war sogar mal in Amerika Offizier. Also der war Scientist und Manager. Der war US Army Officer, arbeitet jetzt als University Teacher and Researcher. Der schreibt mir nur nach Durchsicht der Aktenlage, while I have only read his work, Professor Turtur ranks with the best. Wenn Sie das ganze Gutachten sehen, dann soll das ausdrücken, dass er mich wirklich für einen der führenden Raumenergie- oder freien Energieforscher in dieser Welt hält. Und damit ist er nicht alleine. Das ist zum Beispiel hier aus der Universität in Blumenau in Brasilien. Das können Sie, der Kollege da aus Brasilien, der hat sogar in deutschen Universitäten auch schon mal als Gastwissenschaftler Vorlesungen gehalten. Der bestätigt auch meine führende Rolle. Der Takagi Musha aus Japan, der war sogar so begeistert von meinen Arbeiten, dass er mich dann überredet hat, in ein Buch über freie Energie ein Kapitel beizusteuern, was jetzt irgendwann mal zum Jahresende publiziert wird. Hier sehen Sie den Professor Wu Shu Zhang aus der Chinesischen Akademie der Wissenschaft in Beijing. In Western Europe, Professor Turtur is a leading scientist in ZPE research, for he did excellent work und so weiter. Also Sie lesen das hier zum Beispiel, Polnische Akademie der Wissenschaften, damit hat Professor Turtur eine weltweit herausragende Leistung vollbracht, die zumindest im westeuropäischen Raum einmalig ist. Also Sie können diese Gutachten der TU Eindhoven, das ist das nationale Metrologieinstitut in Korea, also die staatliche Messbehörde in Korea, einer der Direktoren schreibt hier, dass ich mit meiner Arbeit ein neues Licht der Hoffnung für die Menschen bringe. Also Sie können solche Gutachten haufenweise kriegen. 10 Stück an der Zahl. Das Entscheidende ist, wie reagiert die Öffentlichkeit? Und jetzt löse ich mal die Folter. Ich habe gesagt, ich spanne Sie auf die Folter. Sie müssen noch ein paar Minuten warten, wer angesprochen wurde auf meine Arbeiten. Frau Merkel ist übrigens nicht die Einzige, die angesprochen wurde auf meine Arbeiten. Da gibt es auch andere, aber das Witzige ist, Frau Merkel wurde im Internet angesprochen und deswegen kann man sie einfach aus dem Internet zitieren. Da gibt es so eine Rubrik direkt zu Merkel, wo Bürger Fragen stellen können an Frau Merkel und dann gibt es 30 Tage die Möglichkeit zu fragen. Da fragt jemand hier unten in der letzten Zeile, sehen Sie es, alternative Energiequelle aus Raumenergie? Und ich lese jetzt mal die Frage des Herrn Wanitschek einfach wörtlich vor, weil ich denke, Sie sollen das mal so hören, exakt wie es im Internet steht. Sehr geehrte Frau Merkel, seit nunmehr über einem Jahr beschäftige ich mich mit dem Thema, mit den Theorien um die Raumenergie, welche von Professor Dr. Klaus W. Turtur an der Ostfalia Hochschule nachgewiesen wurden. Ich zitiere jetzt den Herrn Wanitschek, der diese Zeilen an Frau Merkel geschrieben hat, da ich von Verschwörungstheorien, so schreibt Herr Wanitschek, nicht viel halte,
erkundige ich mich über diese Sachverhalte sehr genau. Aus folgendem Grund kann ich die folgende Frage wagen. Warum stecken wir Milliarden von Steuergeldern in kommerzielle Produkte der Energiewirtschaft, wenn wir doch die Technologie für eine saubere und kostenlose Energieproduktion bereits besitzen? Die Bundesregierung kauft nachweislich, ich zitiere weiter Herrn Wanicek, zu diesem Gebiet Patente auf. Menschen mit erfolgreich fertiggestellten Generatoren verschwinden über Nacht. Ich bringe Ihnen dazu nachher, auch wenn es nur zitiert ist, ich bringe Ihnen dazu nachher sogar Nachweise. Bereits Nikola Tesla hat vor mehr als 70 Jahren nachgewiesen, dass Fahrzeuge unbegrenzt von der Lagerenergie des Raums angetrieben werden können. Große Generatoren können ohne Brennstoffe mehrere Gebiete im Megawattbereich versorgen und das drahtlos. Wir fördern mit unseren Steuergeldern Projekte, die mit Abstand sinnloser sind. Mit Sicherheit kann man auch diese Energiequelle versteuern, ohne dass wir mit Kohle und Atomkraft die Umwelt schädigen. Und hier sehen Sie dann, ach, das möchte ich noch sagen, vorhin hat man 98,2% Bürgerzustimmung. Man konnte hier abstimmen und ich kann es toppen. 99,1% Bürgerzustimmung für die freie Energie. Die Mitarbeiter von Frau Merkel antworten dann, jetzt zitiere ich wieder, sehr geehrter Herr Wanicek, vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir im Auftrag der Bundeskanzlerin beantworten. Seit vielen Jahren bereits wird das Phänomen der Raumenergie diskutiert. Bis heute fehlt ein belastbarer und generell anerkannter Nachweis. Gut, sie schrieb es im März und das MIT hat auch im März publiziert. Da kann man meinen, sie wusste es zu der Zeit noch nicht. Vielleicht müsste man sie einfach mal sagen. Fehlt ein Nachweis, dass sich damit nutzbare Energie gewinnen lässt. Solange die Wissenschaft diesen Nachweis nicht erbringen kann, wird die Bundesregierung die Entwicklung von konventionellen Energietechnologien und so weiter mit großem Engagement fortführen. Zitat Ende. Ihr Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung. Also das ist das, was man von offizieller Seite bekommt. Und wenn Sie dann bei den Leserzuschriften schauen, was Leser dazu schreiben können, die können ja Stellung nehmen, dann ist auf Position 1 hier oben ein Herr Hans-Werner S., der gibt seinen Namen nicht bekannt, der schreibt, ja, es ist an der Zeit, dass man mit sowas jetzt an die Öffentlichkeit gehen kann, meine Familie und ich nutzt freie Energie schon lange, haben es aber nicht publik gemacht und immer auch etwas aus dem öffentlichen Netz bezogen. Da sind mir schon zu viele umgebracht worden. Zitat Ende. Wie viele umgebracht worden sind, können Sie, da gibt es noch weitere Sachen, nochmal eine Anfrage zur Bundeskanzlerin, dazu ist mir aber keine Antwort bekannt. Da gibt es auch noch eine Bundestagspetition, wenn Zeit ist, kann ich das nachher auch noch vorlesen. Wie viele umgebracht worden sind, ist vielleicht lustig an der Stelle mal zu zeigen. Da gibt es nämlich eine Statistik PES-Wiki. PES, also PES, man sieht es hier oben, steht für Pure Energy Systems. Für Systeme aus reiner Energie. Und das Wiki, PES-Wiki, das zeigt eine Unterdirektory namens Suppression. Also wenn Sie diese PES-Wiki Suppression aufrufen, dann bekommen Sie hier dutzendweise von Fallbeispielen zu Unterdrückungen von Raumenergieforschern, unter anderem auch diese Statistik aus 2007, da steht dann die Zahl der Ermordeten hier oben, die Zahl der Vermissten und so weiter, die offiziellen Stellen, die damit eingeschaltet waren und natürlich auch die Zahl der Patente, die einfach aufgekauft sind oder verschwunden sind, unter Geheimhaltung gestellte Patente. Also ich habe selber diese Erfahrung Gott sei Dank nicht machen müssen, aber der Herr Hans-Werner S., der trifft etwas, was Sie im Internet finden. Wenn Sie mögen, lese ich Ihnen noch diese Bundestagspetition vor. Da wurde auch eine Bundestagspetition eben zu dem Thema alternative Energiequellen direkt zur freien Energie gestellt. Und da kam als Antwort zurück, hiermit bestätige ich den Eingang Ihrer Petition. Damit möchten Sie erreichen, dass, ich zitiere wieder nur, dass die private und unkommerzielle Forschung für freie und erneuerbare Energien, insbesondere für Raumenergie, anerkannt und finanziell gefördert wird. Die inhaltliche Prüfung Ihrer Eingabe beginnt zunächst damit, dass der Ausschussdienst
von dem für ihr Anliegen fachlich zuständigen Bundesministerium eine Stellungnahme anfordert. Sobald der Sachverhalt unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme aufgeklärt und die Rechtslage beurteilt ist, erhalten Sie weitere Nachricht. Um Petitionen auf der Internetseite des Bundestags sachgerecht präsentieren zu können, muss angesichts der Vielfalt der Eingabe zwangsläufig eine Auswahl getroffen werden. Dies erfolgt insbesondere danach, hören Sie gut zu, inwieweit eine Bitte oder Beschwerde ein Anliegen von allgemeinem Interesse zum Gegenstand hat und ob sich Anliegen und Darstellung für eine sachliche öffentliche Diskussion eignen. Und am Ende steht dann da, vor dem Hintergrund der vorgenannten Erwägungen konnte ihrer Bitte, ihre Eingabe auf der Internetseite zu veröffentlichen, leider nicht entsprochen werden. Also es scheint so, dass die saubere Energie nicht von öffentlichem Interesse ist. Schade eigentlich. Schade, dass ich nicht mehr weiterforschen kann. Seit 2. Mai 2011 ist meine Forschung stillgestellt, weil es keine Möglichkeiten gibt, das Gerät, was ich in der Theorie entwickelt habe, zu bauen. Es gibt leider viele Fakes, also aufpassen, im Internet steht auch hier zum Beispiel ein freier Energiekonverter nach Professor Turtur und leider gibt es auch einen, der meine Adresse als Kontaktadresse drunter schreibt. Ich habe den Mann lang nicht ausfindig machen können. Irgendwann haben dann Raumenergiefreunde ihn ausfindig gemacht, aber der gibt mir keine Antworten. Also ich weiß nicht, was sich solche Leute denken, meinen Namen da reinzustellen, aber nun ist es halt so, sei es drum. Also die Internetseite, es gibt auch eine Internet-Hetz-Seite, die gegen solche Alternativen erstellt wurden. ESOWATCH hieß das früher, kennt vielleicht der ein oder andere. Willkommen im Club, ich sogar zweisprachig, Deutsch und Englisch. Inzwischen ist ja ESOWATCH vom Gericht geschlossen worden, wegen Internetkriminalität. Das ändert aber nichts daran, dass es eine neue Seite namens Psiram gibt, die haben einfach die alten Seiten wieder drin. Also wenn Sie irgendjemanden sehen, ich hatte zum Beispiel mal ein offizielles Gutachten gegen meine Arbeiten bekommen und als ich das sah, habe ich sofort das Plagiat aus ESOWATCH wiedererkannt. Also wenn Sie jemanden sehen, der gegen meine Arbeiten zitiert, dann finden Sie in der Regel eine illegale Quelle. Also ESOWATCH, Sie sagen schon willkommen im Club, deswegen brauche ich nicht noch zeigen, wie viele Leute sonst noch so bei ESOWATCH sich tummeln, wie auch immer. Und deswegen möchte ich einfach mal meinen Vortrag, hoffentlich zeitgerecht, damit enden, dass ich Werner Heisenberg nicht nochmal zitiere, das hatten wir schon, sondern dass ich Max Planck zitiere, das steht hier unten, eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse und als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht wird. Und jetzt gönne ich mir es noch zwei Zitate anzubringen, nämlich Mahatma Gandhi, und ein Wort möchte ich selber als Abschluss sagen. Mahatma Gandhi sagt, erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. Also wenn ich sehe, dass ich schon Stufe 3 erreicht habe, kann man nur sagen, auf den baldigen Sieg, auf den baldigen Durchbruch der freien Energie. Danke. Es ist herrlich. Danke. Es ist wirklich herrlich. Danke, danke, danke. Und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann erzählen Sie es einfach weiter. Wenn alle Menschen wissen, dass man die freie Energie nutzen kann, dann wird auch die Forschung wieder möglich. Wenn die Menschen einfach sehen, dass es geht, dass man solche Geräte bauen kann.
Es gibt sowas wie eine kritische Masse. Wenn Sie es weitererzählen, dann wird man diese Geräte bauen können. Danke. Ja. Herzlichen Dank für diesen Lichtblick in die Zukunft. Herzlichen Dank Ihnen, dass ich das hier erzählen durfte. Ganz vielen lieben Natürlich. Herzlichen Dank, dass dieses wunderbare Forum hier ist. Ja.